404-Error-Seite. Mein Name Philipp Saub, ich bin moderierende Marketing und Sie schauen website-marketing.ch. Es gibt ab und zu, dass Sie auf eine Seite gelangen, die es nicht mehr gibt. Das kann sein, weil Sie noch einen anderen Link haben. Das kann aber auch sein, weil die Webseite, auf der Sie sich befinden, einen Link hat auf eine Seite, die nicht mehr existiert. Das ist dumm, denn meistens komme ich da nicht mehr weg, ganz speziell dann, wenn die Seiten schlecht aufgebaut sind. Ist übrigens auch ein SEO-Thema, das heißt Google bewertet das negativ, wenn ich zu viel von diesen 404-Seiten habe. Wie finde ich das nun raus, ob ich überhaupt solche Sites habe, ob es überhaupt noch Links irgendwo im Netz gibt, die auf falsche Seiten zeigen? Google erreicht ihn natürlich immer noch und drum sehe ich das in den Google Webmaster Tools. Wenn Sie sich die noch nicht installiert haben, würde ich das machen. Ich zeige Ihnen, wie es da ausschaut. Ich bin hier in Google Webmaster Tools und habe hier links drüben diese Crawling-Fehler, klicke hier drauf, komme dann auf die Übersicht und habe hier eine Serie von Fehlern. Das passiert vor allem nach einem Redesign. Wenn ich hier runter scrolle, sehe ich hier die Sites, die noch einen Fehler aufweisen. Wenn ich also hier beispielsweise auf die Seite draufklicke, da hat es offenbar ein Problem, und hier dann auf die Seite selber drauf gehe, sehe ich hier diese 404 Error Page, wie sie jetzt beispielsweise bei uns gestaltet ist. Wie schaut die auf anderen Sites aus? Beispielsweise bei Coop, wenn ich hier reingehe und hier irgendeine URL eingebe, irgendwas im Slash hinten dran, das eben nicht existiert, die Hauptdomain, die gibt es natürlich, dann werde ich hier bei Coop auf die Hauptseite weitergeleitet. Das ist okay, aber nicht unbedingt gut, denn ich weiß jetzt noch nicht, dass die Seite nicht mehr gibt. Das heißt, wenn ich so auf Coop verlinke, dann sehe ich nicht, dass die Seite nicht mehr existiert. Google merkt es übrigens auch und sieht, dass hier weitergeleitet wird. Nicht optimal. Schlimmer ist hier bei einem der größten Seitenbetreiber der Schweiz, nämlich der SBB. Das ist der URL, den ich hier eingegeben habe. Da können Sie aber irgendwas reinschreiben. Kommen wir hier auf Not Found. Hier geht es nicht mal weiter, ist natürlich absolut problematisch. Das Einzige, was ich hier habe, ist ein Link dann auf die SBB Startseite, Usability-mäßig ganz schlecht gelöst. Auch nicht gut machen es unsere Freunde aus Bern, die Swisscom, hier auch irgendeine URL eingegeben. Da steht zwar drin, dass es hier irgendwie ein Error Site 404 HTML ist, aber hier habe ich nicht mal den Link oder die Möglichkeit, nachher auf die Swisscom-Seite weiter zu linken. Also auch ganz schlecht gelöst. Die schlechteste Seite, die ich so im Netz gefunden habe, vor allem für den Riesenbetreiber, eigentlich nicht gut. Ich bin auf Kita, ganz zufällig. Das schaut hier so aus. Hier wird es jetzt langsam besser. Ich sehe hier, ich habe hier eine Error-Seite, 404, not found. Wird mir auch hier erklärt, um was es geht. Und jetzt zum ersten Mal, hier erscheint mir ein Menü. Das ist schon mal besser gelöst. Kunden von uns, Flaschenpost, da schaut die Webseite so aus, das ist die 404 Fehlerpage, hier oben den URL, den es eben nicht gibt, da wird mir schön erklärt, was das Problem sein kann und ganz toll hier, auch hier habe ich wieder die ganze Navigation, die ich brauchen kann und sogar hier die Suche. Credit Suisse, die hat es auch extrem gut gelöst, hier der URL, den ich hier eingegeben habe, der passt natürlich überhaupt nicht, ich habe sie gleich auf zwei Sprachen, im Fall die Browsererkennung, die Spracherkennung vom Browser nicht funktioniert, habe oben rechts die Suche drin, also auch optimal gelöst. Und wenn wir jetzt mal ein paar Social Networks anschauen, beispielsweise Twitter, die lösen das so, perfekt, meiner Ansicht nach. Menü gibt es bei denen nicht, logischerweise außer dem Login, das ist hier aber vorhanden. Aber ich habe hier gleich die Suche und habe die Möglichkeit, jetzt nach dem User beispielsweise oder nach dem Hashtag zu suchen, das ich eben vorher nicht erreicht habe. Bei Google ist aus meiner Sicht Usability-mäßig immer ein bisschen ein Thema. Da steht hier 404, that's an error, das ist nett. Ich habe hier einzig die Möglichkeit, aufs Logo zu klicken, komme dann auf Home. Warum zeigt mir hier Google unten drin nicht gleich die Suchmöglichkeit an? Verstehe ich nicht ganz, würde mir doch das ganze Problem lösen. Ich hätte einen Klick weniger, den ich vornehmen müsste. Könnt ihr oben drin mit dem 404 stehen lassen. Finde ich also auch nicht optimal gelöst. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu unserem Beispiel. Das möchte ich vor allem darum zeigen, weil es ganz wichtig ist und das ist eine Vorgabe von Google aus SEO-Sicht, dass das 404 draufsteht. Übrigens auch oben drin dann im Title. Da soll es auch wieder drin stehen. Die Seite muss auf jeden Fall stehen bleiben, also nicht auf die Startseite weiterleiten. Das ganze Menü sollte vorhanden sein. Und jetzt in unserem Fall habe ich hier falscher URL nach inm.ca/.
eingegeben und das wird mir jetzt gleich in die Suche geschrieben. Das heißt, ich hätte jetzt gleich die Suchmöglichkeiten, wenn hier was gefunden worden wäre oder wenn ich jetzt weiter suchen möchte, dann habe ich hier gleich diese Vorgaben. Das also Möglichkeiten, wie so eine 404er-Seite ausschauen sollte. Haben Sie schon eine? Gehen Sie mal auf einen Browser, geben Sie Ihren URL ein, / und dann irgendein Chrüsimüsi, wie wir das auf Schweizerdeutsch sagen. Dann werden Sie sehen, was dann erscheint. Weiterleitung auf Home nicht so optimal. Gut ist, Menü drin, im Prinzip die ganze Navigation drin, eine Suche drin und eben Erklärung, dass eine 404er-Seite eine Fehlerseite ist und das sollte eben auch draufstehen, das kann Google lesen und erkennt hier gleich, dass ich eine Fehlerpage habe. Dann diese Seiten eliminieren, weiterleiten auf die richtige Seite, das machen wir mit 301er Weiterleitung, damit eben Google oder der Besucher, der auf diese Seite kommt, dann auf die neue Seite mit dem richtigen Inhalt weitergeleitet wird. Das ist also das Thema 404 Error Page, würde mich interessieren, wie ihr das behandelt, Kommentare wie immer hier, wenn es Sie interessiert hat, gefunden haben, dann können Sie meine Videos hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREMAG und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.